Hallo zusammen, willkommen zurück. Hier ist Ann-Sophie und heute zeige ich euch, wie ihr euren Fingerabdruck nutzen könnt, um euer Poco M5S zu entsperren. Dafür gehen wir einmal in die Einstellung und dann gehen wir runter zu Passwörter und Sicherheit. Und da haben wir hier wieder vier große Felder und klicken hier einmal auf Fingerabdruck. Und dann müssen wir erst einmal unseren PIN eingeben, um ja, zu sagen, dass das tatsächlich wir sind. Dann steht hier Fingerabdruck hinzufügen, den Fingerabdrucksensor, der Fingerabdrucksensor. Der Fingerabdrucksensor befindet sich auf der rechten Seite deines Gerätes. Also hier auf dem An-Aus-Knopf, würde ich behaupten. Ich drücke da einfach mal rauf. Und das wird da so ein bisschen blau. Und füllt sich immer weiter aus. Passe deinen Griff an, um die Ränder deines Fingerabdrucks zu erfassen. Bewege deinen Finger, damit der Sensor die Ränder deines Fingerabdrucks aufzeichnen kann. Okay. Dann machen wir das einmal. Gesichtsdaten hinzufügen. Um die Gesichtsentsperrung zu nutzen, füge zuerst Gesichtsdaten hinzu, jetzt hinzufügen. Nee, wir wollen das jetzt nicht hinzufügen, wir sagen abbrechen. Und dann steht hier erfolgreich hinzugefügt. Also ist unser Fingerabdruck erfolgreich hinzugefügt. Wir können jetzt hier einmal unseren Fingerabdruck benennen. Wir sagen jetzt einfach mal Finger 1, dann klicken wir auf OK und sagen fertig. Hier ist dann Finger 1, Fingerabdruck hinzufügen. Und dann, wenn wir darauf klicken, dann können wir diesen Fingerabdruck auch wieder entfernen. Falls das mal nicht mehr so gut funktioniert oder falls wir einen anderen Finger nehmen wollen. Genau. Dann entsperren wir das Ganze doch mal und schauen mal, wie gut das so funktioniert. Das funktioniert wunderbar. Wir sind direkt wieder in den Einstellungen, da wo wir zuletzt auch waren. Jetzt haben wir hier noch ein paar andere Einstellungen, die wir erledigen können. Wir können einmal die Erkennungsmethode festlegen. Fingerabdruck-Erkennungsmethode, das steht jetzt berühren. Können wir auch zu drücken ändern. Und dann haben wir hier noch Fingerabdruck verwenden für den Sperrbildschirm, um da halt euer Handy zu entsperren. Datenschutz, Passwort, App-Sperre und mit Fingerabdruck bezahlen können wir tatsächlich auch. Da könnt ihr euch jetzt so durchklicken, was euch am besten passt, wofür ihr das Ganze so nutzen wollt, wonach ihr euch so fühlt. Das ist ganz euch überlassen. Das ist aber erstmal alles zum Fingerabdruck einrichten und wie ihr das Ganze dann nutzen könnt, um damit euer Poco M5S zu entsperren. Hoffe, es hat euch gefallen, hoffe, es hat euch geholfen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.